Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Und ich habe noch den Stift dabei. Hallöle. Und da wir das in der letzten Folge so ein bisschen, ignoriert haben, passte zeitlich halt nicht, haben wir jetzt die Spielbrettvorstellung. Und zwar 41 bis 50. Fangen wir also gleich mal an. Wir starten mit 1000 Kronkorken. Denn gibt es einmal Symbol, Siegel des Präsidenten und für die Förstler legendäre Scheine. So, dann haben wir einmal eine Kampfrüstungslackierung in Winterstyle. Dann kriegen wir einen Weinständer und für die Förstler 5 Lunchboxen. Dann kommt das Poster Flatwoods. Dann haben wir einmal ein Raider Himmelbett und nochmal 250 Goldbahn für die Förstler. Dreimal neuer Wurf und eine Tesla-Gewehrlackierung des Präsidenten. Dann haben wir X01-Lackierung President, 150 Atome und für die Förstner nochmal ein Mottenmann-Poster. Und zu guter Letzt 25 Skillmünzen und 10% Scoreboost für die Förstler. Gut, dann gucken wir uns die Sachen jetzt mal einmal im Detail an. Ich habe da mal was vorbereitet und so, ne? Kameramann Stift ist auch mit dabei. Und zwar fangen wir jetzt mal an hier mit dem wunderschönen Weinständer, der auch schön mit Licht angesetzt ist. Man kann größtenteils nur Alkohol drinnen lagern. Ist aber nicht so schlimm. Ich finde, das sieht mit Nuka-Schein eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ich finde, das hat irgendwie was. Wollen wir mal gucken, wo man das einlagern kann. Dann haben wir hier einmal die wunderschöne Kampfrüstung. Natürlich in der schweren Ausgabe, wie es sich gehört. Auch schön in Lackierung. Damit wir demnächst im Schnee, den wir leider nicht haben, gut getarnt sind. So, dann haben wir das Mottenmann-Poster. Das Mottenmann-Poster, ja, ist halt ein Poster. Da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ist halt einfach da. Dann haben wir hier nochmal das Flatwoods Monster Poster. Wobei das Flatwoods Monster Poster, naja, das sollte mal ein bisschen mehr Flatwoods mäßig aussehen. Aber gut. So, dann haben wir hier das wunderschöne Himmelbett, wo man sich jetzt demnächst schön ausruhen kann. Kleines Nickerchen machen kann. Sein EP Boost von 5% erhalten könnte. Ja, schön kuschelig. Dennoch, eine Bemängelung habe ich an diesem Bett. Man kann sich leider nicht zu zweit reinlegen. Das ist das Einzige, was ich an diesen großen Betten immer ein bisschen schade finde. Ah, naja. Aber ist halt für Solo. Also für etwas komponentere Leute ist das dann halt besser. Haben sie mehr Platz. So. Dann haben wir hier einmal die Tesla-Lackierung für das Tesla-Gewehr. Ist an und für sich schwarz-rot gehalten. Ähnlich wie die Power-Rüstung. Ist okay. Ich finde die Silber-Shroud, die wir vorher mal fürs Tesla bekommen haben, immer noch ein bisschen hübscher. Aber sonst, sie ist okay. Also sie geht. Sie ist jetzt nicht so porthässlich, dass ich sie nie auflackieren würde. Dementsprechend passt das. So, und zu guter Letzt die X01 Powerlackierung Präsident. Auch da wieder eine schön neutrale Rüstungslackierung. Wieder schön mit den Sternchen. Und mit dem weißen, weiß-blau-roten Strich. Ich finde auch cool, dass dann wenigstens noch die Sterne hier hinten auf der Rückseite mit drauf sind. Und das Jetpack gehört nicht dazu. Das ist ein anderes Enklaven-Set. Gut. Kameramann, haben Sie noch irgendwas zu sagen? Nein. Nein. Alles sehr schön. Alles sehr schön. Gut. Dann wollen wir mal sehr schön weitermachen, wa? Genau. So, jetzt gibt es ja noch mal ein bisschen mehr und ich müsste mal gucken hier. Müsste mal was kochen. Na komm, gehe ich einfach nur raus aus dem Camp, kann ich noch mal abholen. Ich habe schon wieder so viel Zeit verplempert hier. Dann hat mich der Stift schon getadelt. Dann hat gesagt, ich soll mal hinne machen hier. Ich brauche immer so lange und so und... Da sagt er schon gleich hier, Kalis Futter und so, das brauchen wir gleich wieder und Holz. Naja. Oh ja, bin mal gespannt, ob wir das zu zweit hinkriegen. Ja, easy, ist kein Problem. Dadurch, dass wir uns absprechen können, ist es sogar noch leichter.
Das heißt, einer muss dann halt immer seine Fleischsachen immer abgeben, um es halt oben zu halten. Und der andere sammelt dann halt an und macht dann finito. Darfst du jetzt aussuchen, wer jetzt was macht? Entscheiden wir spontan. Okay, entscheiden wir spontan. 10 1A Fleisch habe ich noch, 4 sind schon vergammelt. Nutzt du nicht Salz, ist ein Gedicht? Nein. Ja, du wartest auch auf den Nein. Kühlschrank, ne? Ja. Ja, das Fleischschaffer ist ein bisschen zu früh. Also, ja. So viel Zeit habe ich Warte. jetzt auch nicht in Fallout zum Zocken. Warte wirklich auf den Kühlschrank, ja. Also ich denke mal auch erst, wenn Fleischhopper vorbei ist, dann habe ich den Kühlschrank. Ja, aber gut, es kommt ja nächstes Jahr definitiv wieder. Dieses Jahr nicht mehr. Aber nächstes Jahr können wir definitiv wieder mit Fleischhopper rechnen. Aber der Kühlschrank wäre schon optimal. So, was machen wir denn für Schandtaten hier? Hast du schon was ausgesucht? Ich werde Gerade diese nichts Albträume offen. nicht los. Auf in die Ja, Lüfte. wollte ich gerade sagen. Machen wir auf in die Lüfte. Mach mal auf in die Lüfte. Ärgern wir ein paar Verbrannte. Wir piesacken sie mit unseren Waffen. Wir holen Sie jetzt ein Paddel. brauchen das. Sie brauchen ein. Wir brauchen jetzt nur einen Paddelball und Gummimunition. Paddelball nur für Glühwürmchen. Achso, nur für. Ja gut, dann nehmen wir den roten Prügler. Das ist die zweitschlechteste Waffe. Vom Schadenscode her ist der rote Prügler. Oder nee, noch besser, ein Durstlöscher ohne Modifikation. Schön mit Ja. Wasser bespritzen. Wobei, es geht eigentlich. Du hast halt unendlich Munitionskapazität, ne? So schnell wie du Für drücken kannst, so schön. Glühwürmchen. Nee, da hast du gesagt Paddelball. Da musst du jetzt Paddelball benutzen. Und wie ich sehe dich das nächste Mal nicht bei nicht geleitete Meditation hier, das Leuchten. Weg der Erleuchtung, nicht mit einem Paddelball rumrennen. Was ist denn hier los? Guck, jetzt haben die Verbrannten so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr Wir werden mit einem roten Prügler verprügelt. Wir werden mit Paddelball beschossen. Mit Wasserpistolen. Die sind verrückt. Lauft. Ja, wird nicht drauf geschossen. Haben wir dir nicht erlaubt. Ne? Ja, komm hier. Na, die Wende ist wieder ein bisschen kaputt. Du kaputt gemacht, Stift, sei ehrlich. Ich weiß, ja. Niemals gönnst du uns mal den Spaß. Mann, 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 Mann hier. Hab es eingeschüchtert. Ich hab's eingeschüchtert. Ich glaube, wir sollten aufhören, sonst glaubt das nachher auch wirklich jemand. Ja, kaum hören wir auf, ne? Was kommt da? Eine kleine Brandbestie. Ne. So. Komm, Alkohol werde ich mir jetzt mal reindrücken in Form von gute Tragkapazität Booster. Wobei, ich spiele doch sowieso eigentlich gerade keine Junkie-Waffen. Ich spiele nur gut, Dursty ist Junkie. Doch gerade sowieso eigentlich vierfach. Eigentlich ist es wurscht. Eigentlich kann ich machen. Haust du da hinten nicht ab?
Wie hab ich denn das hingekriegt? Jo, ich hab mich selbst in die Luft gejagt, ne? Dankeschön. Irgendwie sah es danach aus. Das sah jetzt eher weird aus, aber okay. Naja, schieß nicht im Watz, wenn du am Springen bist, ne? Und der Durstlöscher aber so ein bisschen braucht. Es könnte tödlich enden. Ich hab dich da hinten erwischt. Verstecken zählt nicht. Sag mal, wo bleiben die Brandbestien? Eine ist ja heute wirklich ein bisschen dürftig, wa? Hätten sie nicht wenigstens zwei schicken können vom Riss? Ich glaube, wir müssen mal das verbrannten Oberkommandozentrum wieder anfunken hier. Die sollen mal mehr Gegner schicken. Ah! Wenn man von der Wüste redet. Und weg. Hey! So, jetzt muss ich mir aber ganz schnell noch Holz holen. Das habe ich nämlich wieder mal weggepackt, schlauerweise. Ich habe doch unten noch meinen Panzer stehen. Da kannst du doch dann einfach auf meinen Panzer gehen. Oder so. Oder wenn er da nicht mehr steht, dann stelle ich ihn da kurz hin. Dann nimmst du dir Holz mit. Ist doch kein Problem. Es sei denn, du bist kein Fürstler mehr. Doch. Das gönne ich mir. Das gönnst du dir, okay. Das ist die Gönnung pur. Na, jetzt so. Was macht denn der Rettosch hier? Weg. Die spawnen hier immer, das ist ein Spot von denen. Die sind jetzt so ein bisschen umverlagert. So, einmal 50 Holzreste, kommt sofort. Wie sieht mein 1A-Fleisch aus? Das hält noch. Habe ich schon geguckt wegen neuen Bauplänen von Graham? Ja, hatte ich schon. Wo ist er denn überhaupt? Ah, er steht hier direkt vor der Trommel. Was sein Fleisch, aber ohne Fleisch darüber nachdenken. Naja, du warst so ganze Zeit so still, Graham. Das geht doch nicht. Du musst so zusabbeln. Ich spiele nochmal ein bisschen Buschtrommel. Wollen Fleischhaber in hohem Gras, wollen Fleischhaber in Natur. Gras und Feuer sich nicht vertragen. Menschen müssen Feuer ausmachen, wenn an Gras kommen. Böses Feuer. Werden Zeit für Fleischhaber. Alle Menschen machen bereit. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gas hier. Ja, bei Charlie sein glücklich. Beide Köpfe lächeln, das ist schön. Der Graham ist schon cool. Ja.
Ah, Futter, da war was. Sie sehen glücklich aus. Gram danken Menschen für hohlen besonderes Grünzeug. Jetzt Charlie vielleicht keine Stinkhaufen mehr machen. Oder auch doch. Oder auch doch. Na, die spawnen hier aber gerade richtig wild, wa? Muss mal kurz meine Routine hier unterbrechen. So, da habe ich nichts. So, ich habe mal abgegeben. Das heißt, du musst weiter sammeln. Ich sammle. Charlie, Stinkehaufen. Ja, ja, muss ich wegmachen. Ja, ja. Nicht gut für Essen. Oder auch doch. Soll ich mir abgeben und gucken, wie viel ich überhaupt schon habe? Na, dann mach. Fleisch ist aber manchmal gefährlich. Machen viel Feuer, wenn Menschen Feuer sehen. Viel Feuer. Jungs, Charlie lieben Grünzeug von Menschen. Gucken, wie glücklich Charlie sein. Gucken, wie glücklich Charlie sein. Oh, hier gerade sehr wenig Kleintiere. Na, verdorbener Haufen muss trotzdem weg. Fleisch hab aber viel Arbeit. Fleischkochspieß drehen. Fleischkochtopf umrühren. Ja, ja. Feuer ausmachen. Aber zack. Nicht nur Fleisch. Brauchen Holz. Brauchen Grünzeug. Brauchen Tierteile. Das Holz. Mal Tierteile und fertig. So, wie war das vorhin? Das schaffen wir zu zweit nicht? Easy. Ist Solo ist es halt auch machbar, aber da musst du dann halt wirklich konzentriert sein. Aber selbst mit wenigen Tieren klappt das auch noch. Ach, ich hab schon wieder das Mukut auf. Gib mir doch mal bitte was von den neuen Bauplänen. Ich will doch nur ein Plüschtier. Gib mir ein Plüschtier. Naja, letzte Hoffnung, Sonntag. Ja, ein Frontschwein. Ja, das will ich auch haben. Ich will beide haben. Das hab ich von hier. Also, wir haben auch 1A Häppchen. Ja. Gehen wir mal nach Savage. Ich wollte gerade sagen, die Auswahl ist ja so groß, nicht? Irgendwie mit den 1A Häppchen, das läuft nicht so häppchenmäßig. So, halt jetzt. Ich wollte gerade dich trommeln. Aber ich glaube nicht, dass wir damit die Kreaturen anlocken. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Klingt auch nach Blechdose. Naja, nach Blechdose, ja, aber dann war es auch schon. So. Sehen wir mal wenigstens auch noch mal einen Einsiedlerkrebs hier. Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hatte ich Schiss vor einem Kopf. Einen rollenden Kopf.
Oh, Stimpak Diffuser benutzt oder was? Ich? Nee. Nee? Sei eben danach aus. Ja, weiß nicht, was da so. Da kam das Plasma wohl zurück. Tut, tut. Na, komm. Sind wir wirklich jetzt da hinten? Einmal nachladen, bitte. Ah, jetzt kommen sie. Perfekter Moment, um dass die Waffe kaputt geht. Auch cool. Hatte ich gerade mehr AP zur Verfügung, als ich eigentlich habe. Ah, der Server ist durch. Hm? Also zum Weiterspielen nicht empfohlen. So schön viel Honig. Und ein T60 Torso. Schaden gegen Tiere. Oh, den musst du jetzt unbedingt anziehen. Ganz schnell. Sonst wirst du zu viel Schaden kriegen. Na, lass mich nachladen. Ein Schuss, den hättest du mir ja noch gönnen können hier. So, wunderbar. Ja, eine Ratte ist hier noch. Ich kann dich riechen. Und hören. Nein? Gut, dann nicht. Du noch? Oder habe ich sie erwischt? Sie lebt noch. Jetzt ist sie weg. Hm? Okay. Ja, es sind wieder diese Ratten, die sich so... Ich buddel den ganzen Tag. Ich kann nichts anderes. Vor allen Dingen ist sie unsterblich. Da, 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 da. 5 Schuss drauf, nimmt keinen Schaden und dann ist sie wieder weg. Okay. Ich habe sie erwischt. Okay. Bei mir war sie unsterblich. Die unsterbliche Ratte. Na, möchtest du für deine Commander nochmal so einen schönen Kalimuku-Outfit haben? Ich hab gekriegt. Wenn sie mir morgen wieder keine Quest gibt, muss ich es wieder anziehen. Dann kriegst du den Kopf endlich drauf, ja. Ja, genau. Und die Strafe wird verlängert. Oh wei, oh wei, oh wei. Bis zum nächsten Fleischhopper musst du das tragen. Und das kann eine Weile dauern. So. Ja, vorhin kein Fleisch gehabt, jetzt wieder genug Fleisch gehabt. Und dementsprechend machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.